Wie ist er der Wochenstart? Und wie ist er? Er ist tatsächlich spannend und zwar sehr, sehr uneinheitlich. Das finde ich auf jeden Fall immer eine sehr spannende Kiste, wenn der DAX und der Dow Jones auf völlig unterschiedlichen Pfaden unterwegs sind. Gucken wir uns zuerst mal den DAX an, denn der ist heute, ich will nicht übertreiben, aber immerhin mal positiv, gar nicht so schlecht unterwegs. Also wir sehen, das, was wir hier nach dem Wochenende haben, ist ganz klar nach oben gerichtet. Also wir haben eine Fortsetzung nach dem Rücksetzer, den wir hier hatten. Hier sehen wir es im Stundenchart. Vor dem Wochenende war der Rücksetzer einigermaßen korrektiv und jetzt hier tatsächlich die Wiederaufnahme und die lässt durchaus hoffen, denn wir sehen, dass die eigentliche Bewegungsrichtung relativ stark ist, zwar mal unterbrochen von Gegenbewegungen, aber das ist typisch, das ist nicht irgendwas, was uns Sorgen bereiten sollte, sondern das ist eigentlich ein ganz normales, klassisches Vorgehen, in dem Fall eben auf dem Weg nach oben offensichtlich. Und jetzt vergleichen wir das mit dem Dow Jones. Und dann stellen wir fest, oh, das sieht alles andere als positiv aus. Also das, was wir jetzt heute haben, ist nun nicht im Nachgang ein wenig noch nach oben wieder ausgleichend. Im Gegenteil, das, was wir hier in Amerika haben, das sieht ziemlich traurig aus. Vor dem Wochenende deutete sich das schon an, der Kurs kam runter und jetzt nach dem Wochenende ist das die Fortsetzung dessen. Das erstaunte ein bisschen, denn die Welt an sich ist gar nicht so schlecht drauf. Das fing heute Morgen nach dem Wochenende schon mit dem Nikkei an, denn der war, wenn wir uns den mal angucken, nicht wirklich atemberaubend, aber zumindest mal hier, wenn wir uns das angucken, sehr seitwärts gerichtet, leicht steigend, also null Einfluss nach unten. Das heißt, es liegt tatsächlich mehr oder weniger an Amerika, denn wenn der Fernostmarkt heute schon nie so schlecht anfängt, der DAX das Ganze einigermaßen sinnvoll aufgreift, der Dow Jones allerdings nicht wirklich mithalten kann, dann ist das vielleicht nicht das beste Zeichen für die Bullen. Trotz alledem, ich will die Hoffnung noch nicht aufgeben, denn wir können hier als Elliott-Wellenbegeisterte durchaus so ein bisschen was reininterpretieren im Sinne von 1, 2, 3, 4, sogar mit einer internen Zählung hier nochmal. Ich will es mal andeuten, weil ich immer wieder gefragt werde, Mensch, sag doch mal was dazu. Wie kann man das denn hier auffassen von der Zählweise? Also ja, verrutsche ich da sogar noch mal ein bisschen, aber so in etwa kann man sich das wahrscheinlich vorstellen. Sogar noch mal intern 1, 2, 3, 4, 5, das spare ich mir jetzt aber. Das heißt, solange der Kurs nicht mehr heute habe ich es aber hier mit dem Zeichnen, dieses Zwischentief, ich lasse gerade drin, vergessen Sie die schräge Linie, der dumme Born kriegt sie nicht weg. Einen Versuch gebe ich mir noch. Ne, also dann lassen wir sie. Aber solange der Kurs diese Linie hier nicht durchschreitet, also diese letzte Zwischenhochmarke, wäre diese Zählweise absolut noch in Ordnung und würde sogar auch auf Tagesbasis hier voll reinpassen. Also wir sehen, na gut, wir hatten den ersten Anstieg, dann ging es runter und jetzt 1, 2, 3, vielleicht 4 und jetzt geht es mit 5 weiter. Also noch sind die Zeichen für neue Allzeithochs nicht ganz schlecht. Es ist also noch nicht ganz vom Tisch. Aber wenn der Kurs hier durchgeht, ist zwar noch nicht Hopfen und Malz verloren, aber die Chancen dafür, dass es dann jetzt direkt weiter da nach oben geht, werden immer geringer. Also das sollte uns zu denken geben. Deshalb eine ganz wichtige Marke beim Index in Amerika wäre das aktuell, naja, so ungefähr die Marke 26.660, mal als Grobmarke. Wenn er die dann durchschreitet von oben nach unten, wäre das kein so tolles Zeichen. Kann man jetzt schon auf spontan Long gehen, so in vorauseilendem Freudentaumel, so von wegen, da muss doch jetzt noch richtig passieren. Aus meiner Sicht ist das nicht sinnvoll, das Vorgehen. Wenn man sich was Bullisches antun möchte, dann wäre zum Beispiel die nächste Zwischenhochmarke, das wäre jetzt diese hier zum Beispiel, letztes Tief, vorletztes Tief, Zwischenhoch. Ist es eine kleine Marke, ist ein relativ aggressiver Ansatz, aber wenn die Indikatoren mitspielen einigermaßen und dann eben hier unten nochmal einen Dreh machen, wieder auf Long zeigen, wir dann noch im Schwung dessen das hier nach oben raustoppen, dann kann man sagen, hey, warum soll man sowas nicht mitnehmen? Das ist jetzt natürlich der Index, ich zeige es jetzt hier ran. Das Prinzip ist aber genauso machbar bei den CFDs oder bei den Futures, je nachdem, was man da gerne hat. Es kommt letztlich darauf an, dass der Markt diese Bewegungsrichtung aufgibt und das ist frühestens dann. Und die beste erste Chance dann, wenn die Zwischenhochs nicht mehr fallen und die Zwischentiefs eben auch nicht mehr fallen. Also sprich, wenn der Markt sowas nach oben toppt und wenn das Ganze vielleicht auch noch unterstützt wird durch eine Indikatorensituation, dass man sagen kann, ah, okay, wir sind relativ stark überverkauft, wir fangen an zu drehen,
dann ist das sicherlich nochmal ein zusätzliches Hilfsmittel für so eine Entscheidung. Also, spannend, es steht hier was an. Ich kann mir vorstellen, das wird was. Für uns war heute das Thema Euro gegen US-Dollar nicht so schlecht spannend. Übergeordnet will ich es nochmal kurz aufgreifen. Haben wir eigentlich, genau, na, genau so ist vielleicht falsch, aber ähnlich wie das, was wir eben hatten, das letzte Zwischen hoch hier jetzt gerissen, das ist auf jeden Fall mal ein gutes Zeichen. Wir haben uns einen kurzfristigen Trade rausgesucht, den will ich hier nicht groß besprechen. Das lesen Sie selber im Trade des Tages. Da haben Sie dann unsere ganz konkreten Ein- und Ausstiegsmarken. Aber wenn der Markt irgendwann mal wieder ein bisschen zurückkommt und das idealerweise korrektiv, dann haben wir da die Möglichkeit, auch auf den größeren Zeitebenen hier zum Beispiel auf Tagesbasis dann nochmal einzusteigen. Wie gesagt, für heute Intraday, beziehungsweise über die nächsten vielen Stunden, wenige Tage, da haben wir unseren Trade jetzt für heute dimensioniert. Es ist also spannend, vielleicht auch noch beim Pfund gegen US-Dollar, das hatten wir ja auch vor dem Wochenende nochmal angesprochen, der Markt hier so ein bisschen am Auslaufen, das ist hier, also in der Aufwärtsbewegung, noch macht er das Ganze. Das heißt, wir haben ein neues Hoch nochmal gekriegt. Wir sehen, noch sind die Hochs hier steigend. Das war noch gleich hoch hier jetzt steigend. Die Tiefs sind ebenfalls steigend, also noch kein Grund hier auf die Short-Seite zu wechseln. Eine Möglichkeit wäre, wenn wir das letzte Zwischentief jetzt hier reißen, einfach, dass wir dann diese Aufwärtswackelei nach unten wieder rausnehmen. Das wären dann Ziele ungefähr bei der 1,25, ganz grob jetzt gerechnet. Einfach mal, dass man so eine grobe Orientierung hat. Verdient hätte der Kurs eine Erholung. Ob er wirklich so weit runterkommt, das werden wir wohl abwarten müssen. Aber eine Chance dafür besteht auf jeden Fall. Also für die Intraday-Gucker auf jeden Fall mal im Auge behalten. So, in diesem Sinne für heute jetzt alles Gute. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie auf der richtigen Seite sind. Wir hören uns in Bälde wieder. Bye bye.